So, wir machen weiter im Text mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Bei Hoffenheim. Schmelzer ist gesperrt, hat gelb rot kassiert. Wer den letzten Part gesehen hat, weiß das sicherlich noch oder sollte es. Oh je, das war echt die schlechteste Saisonleistung von mir. Absoluten Mist, den ich da zusammengespielt habe. Stell ich mal für dieses Spiel das System etwas um. Hoffenheim, wenn ich mich nicht täusche, 16. Kann es sein, dass die 6. sind, aber ich glaube 16. Ist auch gut so, ich hoffe, die steigen ab. Und ja. Weiß gar nicht, wie ich in der Hinrunde gegen die gespielt habe. Ich hoffe mal gewonnen. Und da geht's auch schon los. Lappa. Salihovic. Back. Und da Obert Kagawa nicht den Ball besitzt, denn es gibt Einwurf für die Geldsäcke aus Sinsheim. Beziehungsweise Stadion ist in Sinsheim. Glaube ich, oder? Ja. Irgendwie so. Oh, starker Pass. Also im letzten Spiel habe ich glaube ich 80% Fehlpässe oder so gemacht. Es war einfach nur ein Scheißdreck, weil ich da zusammen gespielt habe. Also das war echt grottig. Dann noch einfach so eine dumme gelb-rote Karte. Richtig unnötig. Also diese Niederlage habe ich mir echt verdient gegen St. Pauli. Viel schlechter kann man nicht spielen. Agava, oh, der Pass war gut. Der war schon überragend dabei. Sibaja. Und Silva ist heiß. Das ist Leonardo Dede. Das ist ein Einwurf aus einer Aussichtsposition und den mache ich einfach mal lang. Mal sehen, was draus wird. Okay, gar nichts. Auch gut. Hummels schön weggekriegt, das Silva und der Ball ist aber erneut weg. Sibaya und Hummels. Eben war es noch Ball gespielt und jetzt ist plötzlich kein Ball mehr gespielt. Naja. Luis Gustavo. Ich habe noch einen etwas älteren Patch. Deswegen ist er nicht bei Bayern. Aber wenn er beim Patch bei Bayern wäre, dann würde er von Anfang an der Saison bei Bayern sein, logischerweise. Nicht erst nach der Winterpause. Und ja, das wäre auch ein bisschen komisch. Das ist auch nicht so wichtig. Ah, das Silva. Doppelpaar, nicht Doppelpass, aber zwei direkte Bälle. DD mit der Reingabe. Ja, reicht kein, nochmal ein Einwurf. Den werde ich aber nicht lang machen, sondern auf Busmann mitspielen, dann flanken. Und dann passiert mal wieder nichts und Kontermöglichkeit für die Hoffenheimer. Sehr gute sogar. Mlappa. Gabriel. Zunächst unterbunden. Kommt da noch was? Salihovic. Wenn die Bayern ja Interesse haben sollen. Das ist Tamás Scheiner. Und das Silva lässt sich beirren. Aber Barrios ist da. Barrios gehalten. Das Silva. Das Silva macht es an den Pfosten. Barrios auf der Linie gerettet. Puh. Was für eine Szene hier nochmal. Kurz an der ersten Halbzeit. Piszczek kommt aber nochmal an auf das Silva. Nein, aber Schiedsrichter pfeift ab. Oh je, das hätte eben die Führung sein können. So geht's aber mit einem torlosen Remis in die Pause. Schöne Stadt da im Hintergrund. Äußerst detailliert gestaltet. Und ja. Dann geht's auch schon weiter. Kagawa zeigt, was er drauf hat mit ein paar sinnlosen Übersteigen. Arios, Piszczek. Und da ist irgendein Anruf gerade. Smanovic. Oh, und jetzt unterbreche ich mal kurz. So, und weiter geht's. Ich glaube, das Mikro ist jetzt ein bisschen verschoben. Mal sehen. Ja. Egal. Einmal.
Blaschikowski, ne, Lewandowski, Quatsch, nicht Blaschikowski. Das ist Tom Starke, der Fliegenfänger. Aber Hoffenheim, ich weiß nicht, die haben glaube ich keine Lust auf gute Torhüter. Ich meine, wer erst, Hildebrand verpflichtet und dann Tom Starke, ehemalig bei Duisburg, spielen lässt, der, ich glaube, der will einfach viele Tore kassieren, habe ich den Eindruck. Ich meine, das ist dann selbst schuld, wenn man so Gurken ins Tor stellt. Mlappa! Und das wäre ein Tor gewesen, hätte da nicht irgendein Spieler von hinten den eigenen Mann, nämlich Mlappa, angeschossen. Abgeschossen. Nicht angeschossen. Angeschossen, ja klar. So bleibt es aber beim 0-0 und Berg behauptet sich da. Der Nutella-Boy. Der häufiger für Nutella im Trikot Nationalmannschaft unterwegs war als bei Spielen von der deutschen Nationalmannschaft, hat man den Eindruck. Aber ich hasse eh alle Hoffenheimer Spieler. Oh, Hoffenheim, ach, kotze ich einfach nur. Luis Gustavo. Heinal. Kagawa. Das ist Heinal. Oh. Lewandowski. Kuzmanovic. Bam. Und nochmal. Einfach mal zwei umgehauen. Und Einwurf für mich, immerhin. Ein Riesenerfolg. Wenn ganz Dortmund gefeiert wird. Simonic, der lässt sich da viel Zeit mit dem klären. Durchaus riskant. 3 Minuten Nachspielzeit. Nee, jetzt muss er einfach nach vorne gehauen werden von Hornschuh. Den Topspieler, den Real und Barca jagen. Forza. Den Einwurf gibt er mir noch, schenkt er mir sozusagen noch. Der Schiri. Lewandowski, nein! Und damit die weiter, der nächste Dämpfer. Nach dem Grottenspiel gegen Pauli und der Niederlage jetzt ein 0-0. Und das Abrutschen auf Rang 4. Oh je. Da gewinnt man gegen Bayern und verliert gegen in München und verliert zu Hause gegen Pauli und unentschieden in Hoffenheim, ey. Verkehrte Welt. Naja, bis zum nächsten Part.